Doch, das ist er, Prinz Charles, britischer Thronfolger im Wartestand. Auf seiner Reise durch Saudi-Arabien verwandelte er sich formvollendet in einen orientalischen Prinzen und tanzte vor begeisterten Zuschauern den Arda, einen Schwertertanz. Bei der Eröffnung eines Folklore-Festivals bei Riad feierte er traditionell nur unter Männern. Frauen dürfen in dem islamischen Königreich nur in einem abgetrennten Raum tanzen. Offenbar störte das den Prinzen nicht. Schwungvoll schwang er ein goldenes Schwert, das ihm die Gastgeber geschenkt hatten. Die Fotos bezeugen, dass der royale Gast durchaus Spaß an der Übung hatte. Nicht bekannt ist hingegen, ob der Prinz bei seiner 10. Stippvisite auch die Menschenrechtsverletzungen im Land ansprach. Das hatten Vertreter von Amnesty International gefordert. Regelmäßig gibt es Berichte über Folter in Saudi-Arabien.